höchster Anspruch an den Spieler, auch höchster Anspruch an den Hörer. Da so einen Weg zu finden, dass man sich selber so wohlfühlt mit dieser Musik, dass es den Zuhörer überzeugt, da habe ich mir doch mehr Zeit gelassen als vielleicht manch anderer. Aber ich bin an dem Punkt angekommen, wo ich gesagt habe, ich möchte unbedingt gerne Bach aufnehmen, weil ich diese Musik einfach wahnsinnig schätze und liebe. Und habe deswegen mir zwei Klavierkonzerte von ihm ausgesucht, wollte aber gleichzeitig eben auch so ein bisschen das Bild seiner Söhne beleuchten. It's very nice to work with Sebastian again. We made a record for 3 or 4 or 5 years ago. This is a very nice follow-up. Last time with the Camerata Salzburg, which was then my orchestra, and now it's with the Zurich Chamber Orchestra, which is about to be my orchestra. So it's very nice to keep it in the family. Im Prinzip kann ich fast sagen, passend zu unserem Thema der CD, ist mein Verhältnis zu Sir Roger fast wie Vater-Sohn, also er zu mir. Ich fühle mich bei ihm unheimlich gut aufgehoben und er behandelt mich entsprechend, nicht in dem Sinne, dass er sagt, du musst das und das machen, so wie es vielleicht mal ein Vater tut, sondern einfach im positiven Sinne. I'm very pleased indeed with the orchestra. This is the first recording that we've made together. This is the first kind of red light microphone time, and I'm extremely pleased with the way they're playing. Was finishing a huge tradition, and the boys had a bit of a problem in a way following that, and they tried in various ways to escape the power of the late Baroque and the extraordinary mastery of their father. Johann Christian went to London. He was the London Bach, and very attractive music. And Mozart studied with him while he was in London. So there's a real connection there into the classical world. And when you hear that concerto, you suddenly hear a completely different world opening. But it's only 1770, and you're in the classical world. That's classical style. Whereas Carl Philipp Emanuel and Wilhelm Friedemann both attempted to escape from the Baroque, but didn't really escape from the Baroque. It's interesting. Johann Christian, he made the move, and so he was most influential on Mozart. Das von Johann Christian Bach war mein erstes Klavierkonzert, was ich überhaupt jemals gespielt habe mit 11 Jahren. Das habe ich seitdem eigentlich auch nie wieder angerührt. Und das fiel mir dann irgendwann natürlich wieder ein, wo ich sagte, Mensch, das hole ich mal wieder raus. Und ich finde einfach diese Gegenüberstellung von Vater und Söhnen sehr, sehr reizvoll. It's fascinating family. And there were others, there were other Bachs. And there were many Bachs before Johann Sebastian. I mean, there were, you know, for 100 years before. Extraordinary.